Also gut, dann gucke ich jetzt erstmal ein paar YouTube-Videos von meinem Lieblings-YouTuber Lami. Oh, das Video ist so lustig. Ich muss wirklich sagen, Lami macht die coolsten Videos. Erstmal einen Daumen nach oben und ich habe schon abonniert und die Glocke aktiviert. Moment mal. Was sehe ich denn hier? Was? Was ist das denn für ein hübsches Mädchen? Ein Bananenmädchen? Das ist meine Traumfrau. Ich muss dieses Mädchen finden. Also gut, Bananenmädchen. Wo versteckst du dich? Ich möchte dein Freund sein. Am besten, ich rufe einfach mal meinen besten Freund Lami an. Der weiß nämlich mehr über das Bananenmädchen. Ich meine, sie war ja in seinem Video dabei. Na gut, bitte nimm an, Lami. Oh Mann, ey, und schon wieder klingelt mein Handy. Ich kann meinen Klingelton schon gar nicht mehr ertragen und es ist schon wieder Banani. Banani ruft mich schon zum 10. Mal an heute. Naja, ich glaube, ich sollte mal mein Handy weglegen und auf einen Spaziergang gehen. Ganz genau. Die frische Luft tut mir nämlich heute richtig gut. Ihr müsst nämlich wissen, Freunde, immer wenn Banani etwas von mir will, dann passiert immer was Ungutes. Oh Mann, ey, was sollte das denn? Hast du etwa keine Augen im Kopf? Moment mal. Oh, Lami, da bist du ja endlich. Ich hab dich den ganzen Tag lang angerufen. Oh nein, nicht Banani. Was sagst du? Du hast mich angerufen? Tut mir leid, mein Handy war, leider den ganzen Tag lang leer. Naja, wie auch immer, Lami. Das ist nicht so schlimm. Ich bin ja jetzt bei dir. Und ich habe unbedingt eine Bitte an dich, Lami. Ich habe gesehen, in deinem Video war ein Bananenmädchen. Hier, schau mal. Was? Ein Bananenmädchen? Zeig mal her. Oh ja, tatsächlich. Die war in meinem Video dabei. In dem Video Brookhaven, aber alles ist gelb. Oh ja, Lami. Bitte, ich brauche deine Hilfe. Ich habe mich in das Mädchen verliebt. Moment mal, Banani. Du hast dich verliebt und du fragst jetzt mich nach Hilfe? Den Mädchenchecker? Ja, ja, ich weiß schon. Ich weiß, wie man die Mädchen klar macht. Oh ja, Lami. Du musst mir unbedingt helfen. Wo steckt dieses Mädchen? Naja, um ehrlich zu sein, weiß ich selber nicht, wo das Mädchen steckt. Aber was ich weiß, dieses Mädchen geht auch auf die Brookhaven-Schule. Deswegen los, Banani. Lass uns zur Schule gehen und dann helfe ich dir, das Bananenmädchen zu klären. Moment mal, Banani, wo steckst du? Oh, ich bin so aufgeregt. Oh Mann, Banani, pass doch mal auf, wo du hinfährst. Alles klar, Banani. Hier in der Brookhaven-Schule können wir auf jeden Fall ein bisschen mehr über das Bananenmädchen herausfinden. Vielleicht gehen wir am besten mal zum Direktor und fragen ihn mal, ob er uns ein paar Daten von ihr geben kann. Du, sag mal, Lami, glaubst du, der Direktor hat auch die Handynummer von ihr? Dann kann er mir die direkt geben. Nein, Banani, ich glaube, der Direktor hat die Handynummer nicht von dem Bananenmädchen. Die solltest du selber von ihr bekommen. Na los, lass uns einfach mal zum Direktor gehen. Na, guten Tag, Lami und Banani. Na, was wollt ihr von mir? Oh, Herr Direktor, ich bin verliebt in das Bananenmädchen. Kriege ich vielleicht Ihre Nummer? Hey, psch, psch, psch. Oh Mann, ey, so kannst du das doch nicht fragen. Herr Direktor, wir haben hier einen Brief für das Bananenmädchen. Den Brief hat sie wahrscheinlich verloren oder so. Deswegen wollten wir sie einfach mal nach ihrer Adresse fragen. Wissen Sie, dann können wir den Brief vorbeibringen. Was sagst du da, das Bananenmädchen? Moment mal, da fällt mir gerade ein. Tut mir leid, Jungs, aber das Bananenmädchen ist letzte Woche aus Brookhaven ausgezogen. Moment mal, das Bananenmädchen ist aus Brookhaven ausgezogen. Mein Leben macht keinen Sinn mehr. Moment mal, stimmt das jetzt wirklich? Sie ist ausgezogen, aber warum denn? Brookhaven ist doch die schönste Stadt hier in Roblox. Naja, wie soll ich sagen? Sie hat mir erzählt, dass sie sich ganz, ganz alleine fühlt und keine Freunde hatte. Deswegen ist sie wieder in ihre Heimat, in Bananenstadt, hingezogen. Oh, sie hatte also keine Freunde und ist deswegen wieder ausgezogen? Naja, dann trotzdem vielen Dank, Direktor. Ciao. Ja, halt, Lami. Einen Moment bitte.
Ja, Direktor, was ist denn los? Im Klassenbuch steht, dass du die Schule letzten Mittwoch geschwänzt hast und am Donnerstag hast du die Hausaufgaben auch nicht gemacht. Lami, du müsstest jetzt eigentlich noch nachsitzen. Oh, das kann ich erklären. Banani, lauf, wir müssen raus hier! Tja, das tut mir wirklich leid für Banani, dass das Bananenmädchen ausgezogen ist, aber da kann man leider nichts machen. Ich glaube, ich sollte jetzt auch besser nach Hause gehen. Oh, Lami, bleib stehen! Oh Mann, Banani, du bringst mich doch um, ey. Du kannst nicht mal Auto fahren, was willst du jetzt noch von mir? Das Bananenmädchen ist ausgezogen. Es gibt keine Chance mehr für dich und sie. Nein, Lami, bitte. Es muss doch noch irgendeinen Weg geben, sie zurückzuholen nach Brookhaven. Ich hab mich so in sie verliebt, Lami. Oh Mann, Banani, es tut mir wirklich leid. Es gibt da wirklich keine Möglichkeit, das Bananenmädchen wieder zurückzuholen. Ich meine, ich kann die Zeit ja auch nicht zurückdrehen. Ja, du kannst die Zeit vielleicht nicht zurückdrehen, aber ich kann es. Wer bist du denn und wo kommst du denn jetzt her? Ich bin der größte Wissenschaftler aus ganz Brookhaven und ich habe eine Maschine erfunden, mit der man durch die Zeit reisen kann. Ich habe gehört, ihr braucht meine Hilfe. Oh Mann, um ehrlich zu sein, habe ich gar keine Lust darauf. Nein, tut mir leid, wir brauchen deine Hilfe nicht. Oh, doch, wir brauchen deine Hilfe. Ach Mann, Banani, kannst du das nicht alleine machen? Muss ich unbedingt jetzt mit dir durch die Zeit reisen? Ja, das musst du. Ich meine, wir sind doch beste Freunde, oder nicht? Sind wir das wirklich? Also gut, dann schicke ich euch jetzt 3 Wochen in die Vergangenheit. Und los geht's. Moment mal, was? Nein, nein! Moment mal, wo sind wir hier? Wir sind wirklich in der Vergangenheit? Hey, ihr da, wollt ihr vielleicht auf die gelbe Brookhaven Party? Auf die gelbe Brookhaven Party? Moment mal, war die nicht vor 3 Wochen da oben? Moment mal, wir sind wirklich in der Vergangenheit? Aber Lami, das heißt, dass Bananenmädchen auch hier irgendwo ist. Oh, da hast du recht, Banani. Das Bananenmädchen muss hier irgendwo sein. Sie ist noch nicht aus Brookhaven ausgezogen. Das war ja auch auf meinem Video zu sehen, dass sie auch dort oben auf der Party war. Das heißt, Banani, es gibt doch noch eine Chance zwischen dir und das Bananenmädchen. Na gut, Banani, die gelbe Party ist erst später. Das heißt, das Bananenmädchen muss hier irgendwo in Brookhaven sein. Moment mal. Das ist doch das Bananenmädchen! Oh, Bananenmädchen, bleib stehen! Oh, sie ist zum Supermarkt gefahren. Ich glaube, sie muss erstmal was einkaufen für die Party. Na los, Banani, das ist deine Chance. Zeig, was du drauf hast. Und du musst sie jetzt nach der Handynummer fragen. Schaffe ich das denn wirklich? Ich bin mega schüchtern. Ich meine, sie ist meine Traumfrau. Ach, Banani, mach dir keine Sorgen. Sag ihr einfach, was für eine wunderschöne Banane sie heute ist. Oh, das ist ein guter Anmachspruch. Darauf wäre ich niemals gekommen, Lami. Und ich habe noch diese Banane dabei. Die schenke ich ihr. Ja, mach das ruhig. Ich werde das Ganze von hier hinten beobachten. Und los, das ist meine einzige Chance. Oh, hey, du bist ja aber eine richtig schöne Banane. Oh, Tiki, danke schön. Das kann ich aber nur zurückgeben. Du bist auch eine schöne Banane. Ich habe auch ein Geschenk für dich. Diese Banane hier, die schenke ich dir. Oh, wow. Das ist ja super lieb von dir. Dankeschön. Mir hat noch nie jemand eine Banane geschenkt. Und dann noch so eine leckere. Ich bin ganz nervös. Sag mal, können wir zusammen sein, bitte? Moment mal. Wir kennen uns doch gerade erst seit einer Minute. Und du fragst mich jetzt schon, ob wir zusammen sein können? Ja. Oh Mann, ey, dieser Trottel. Alles umsonst. Er hat's vergeigt, ey. Er kann die noch nicht direkt nach einer Minute fragen, ob sie zusammen sein können. Oh, das war alles umsonst. Ich werde lieber gehen. Naja, was soll ich sagen? Ich,
Ich dachte, du fragst nie. Ich liebe dich, Banani. Lass uns heiraten. Oh ja, du bist meine Traumfrau. Gib mir einen Bananenschmatzer. Moment mal. Was habe ich da gehört? Was ist denn mit denen los? Oh Gott, diese Bananen sind echt verrückt in Brookhaven. Oh Mann, ey, ich glaube immer noch nicht, dass ich das hier tue, aber naja, wie auch immer. Also gut, Banane und Banane, ihr dürft euch jetzt küssen, ihr seid verheiratet. Oh, wie lange habe ich nur auf diesen Moment gewartet? Ich liebe dich schon mein ganzes Leben lang. Und wie ich dich erst liebe, seit der ersten Sekunde, als ich dich gesehen habe, habe ich mich sofort in dich verliebt, Banani. Moment mal, ihr kennt euch doch erst seit 5 Minuten. Ach, ist ja auch egal. Viel Spaß euch. Freunde, das war's auf jeden Fall mit diesem coolen Video. Und wenn es euch gefallen hat, dann lasst doch gerne einen Daumen nach oben da. Und vergesst natürlich nicht, diesen Kanal zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren. Und Freunde, checkt noch gerne meinen Zweitkanal ab. Dort gibt es auch jeden Tag neue Roblox-Videos. Ansonsten, Freunde, könnt ihr links und rechts die letzten 2 Videos abchecken. Oder wir sehen uns morgen wie immer bei einem neuen Video wieder. Und ciao!